Entscheidung gefallen. Die Richter in Leipzig machen den Weg frei für Dieselfahrverbote. Wann werden die nun umgesetzt und welche Autos sind davon betroffen? Sinn und Unsinn von Grenzwerten. Wir sprechen mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Lungenspezialisten Dieter Köhler. Und da treffen wirklich unterschiedliche Meinungen aufeinander. Und heiß aufs schwäbische Derby. Die MHP-Riesen aus Ludwigsburg empfangen Ulm. Eine Begegnung, bei der es um mehr als nur um 2 Punkte geht. Die Meldung des Tages aber ist ganz eindeutig. Fahrverbote sind juristisch zulässig und grundsätzlich möglich. So hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig heute entschieden. Und damit herzlich willkommen zum Journal am Dienstag, einem schwarzen Tag für viele Dieselfahrer. Mit der heutigen Entscheidung hat das Land Baden-Württemberg nun also auch in letzter Instanz verloren. Das Bundesverwaltungsgericht folgt dem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart. Das hatte im vergangenen Juli der Deutschen Umwelthilfe Recht gegeben und Fahrverbote als effektivste Maßnahme im Kampf gegen die hohen Schadstoffe in der Luft gewertet. Das Land sah und sieht hingegen den Bund in der Pflicht und fordert statt einzelner Fahrverbote die Einführung einer blauen Plakette. In diesem Punkt will Ministerpräsident Winfried Kretschmann nun auch einen neuen Anlauf starten. Aber was genau bedeutet nun dieses Urteil? Für ältere Diesel könnte das Fahrverbot noch in diesem Jahr kommen. Euro 5 Diesel hingegen bekommen eine längere Schonfrist. Und wie dann die Umsetzung bzw. Überwachung umgesetzt werden soll, das ist vielen auch noch ein Rätsel. Wir haben die Reaktionen des Tages auf dieses Urteil zusammengefasst. Verkehrsminister Winfried Herrmann ist erleichtert. Endlich herrscht Rechtsklarheit. Doch der Minister erhebt auch schwere Vorwürfe. Die Bundesregierung ist jetzt wirklich in der Pflicht, endlich zu handeln und eine blaue Plakette einzuführen. Dafür will Herrmann weiter kämpfen. Gleichzeitig muss er aber überlegen, wie das Urteil der Leipziger Richter umgesetzt werden kann. Wir werden dann das Regierungspräsidium anweisen, dass es den Luftreinhalteplan überarbeitet. Und dann erst können auch später zum Beispiel Fahrbeschränkungen folgen. Diese wären aber erst frühestens ab September 2018 in Stuttgart denkbar. Die IHK nimmt es bislang gelassen. Die Fahrverbote sind möglich, aber nicht nötig. Und von dem her appelliert das Urteil ganz deutlich daran, dass die Verhältnismäßigkeit in den Maßnahmen eingehalten werden soll. Da freuen wir uns drüber. Es ist auch explizit von Ausnahmen die Rede. Die sollen beispielsweise für Handwerker gelten. Oberbürgermeister Fritz Kuhn appelliert vor allem an die Bürger. Doch was ist, wenn die nicht mitmachen? Die machen schon mit. Also schauen Sie mal in Stuttgart die Stadtbahn an. Die sind brezelvoll, vor allem in der Hauptverkehrszeit. Aber alle müssen wissen, jetzt hat das letzte höchste Gericht gesprochen. Also das gilt dann auch, was die sagen. Und jeder kann irgendeinen Beitrag für mehr saubere Luft in Stuttgart leisten. Soweit also die offiziellen Stellungnahmen direkt nach dem Leipziger Urteil. Nun spreche ich mit dem Mann, der diesen großen Rechtsstreit erst mit ins Rollen gebracht hat und sich nun über das Urteil freuen kann. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Er ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo Herr Resch, Sie haben heute ja sicher einen echten Interviewmarathon vor sich. Schön, dass Sie auch die Zeit für uns gefunden haben. Und wie ist denn nun Ihre Reaktion auf dieses Urteil? Grandioser Tag für die Luftreinhaltung. Wir haben uns in nahezu allen Punkten durchgesetzt. Ein kleiner Wermutstropfen, ein Teil der Dieselfahrzeuge hat noch ein paar Monate dazu bekommen. Aber wir haben die sowohl streckenbezogenen wie die zonenbezogenen Fahrverbote bestätigt bekommen. Das Gericht war überdeutlich in Richtung Bundesregierung. Das war mehr als eine Ohrfeige, das war eigentlich schon ein Kinnhaken für rechtswidriges Verhalten. Das Gericht hat einfach schlichtweg Teile des deutschen Rechts aufgehoben, hat einfach gesagt gehabt, hier gilt jetzt EU-Recht, weil eben die Luftqualitätswerte nicht eingehalten werden. Was bedeutet das Urteil denn jetzt für die Autofahrer, speziell für alle die, die mit einem Diesel unterwegs sind? Wenn es im Moment kein Euro 6 Fahrzeug ist, dann droht das Dieselfahrverbot. Das kann man nur umgehen, indem das Fahrzeug sauber gemacht wird. Wir sind der Auffassung, dass für die neueren Fahrzeuge hier die Verantwortung beim Hersteller liegt, denn die Diesel ab Euro 5 wurden beworben mit besonders sauber und tatsächlich sind sie es einfach nicht. Herr Resch, seit Jahren betont die Deutsche Umwelthilfe, wie gefährlich Feinstaub und Stickoxide sind, wenn der Grenzwert gerissen wird. Es gibt allerdings auch unabhängige Wissenschaftler wie den renommierten Lungenexperten Dieter Köhler, die vehement widersprechen und keinen Beweis für eine Gesundheitsgefährdung sehen. Und Ihnen bzw. der Deutschen Umwelthilfe wirft Herr Köhler sogar vor, nicht mehr aus Ihrer eigenen ideologischen Suppe herauszukommen. Was sagen Sie denn dazu?
Wir stellen fest, dass in der Tat im Moment einige industriegetriebene Wissenschaftler unterwegs sind. Wir haben keine Expertise als Deutsche Umwelthilfe in diesen Fragen, sondern wir orientieren uns an der Weltgesundheitsorganisation, an der EU-Kommission, an der Europäischen Umweltagentur, am Umweltbundesamt und am Helmholtz-Institut. Und wenn die alle zum gleichen Ergebnis kommen, dann nehme ich mit einem gewissen Schmunzeln das entgegen. Vielen Dank, Herr Resch. Das Gespräch haben wir übrigens vor der Sendung aufgezeichnet. Soweit also die Deutsche Umwelthilfe zu den Gesundheitsgefahren durch die Schadstoffe. Wie bereits erwähnt, schätzt die aber der Lungenexperte Dieter Köhler ganz anders ein. Für ihn ist die Höhe der Grenzwerte einfach nicht nachvollziehbar. Feinstaub, das macht dann Schäden, wenn die Konzentrationen 10- bis 100-fach drüber liegen. Das hat man in der dritten Welt. Zigarettenrauch liegt bei einem Kilogramm pro Kubikmeter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Hier reden wir von 50 Millionstel Gramm pro Kubikmeter. Das ist der Grenzwert. Also da kann irgendwas nicht stimmen. In diesen geringen Mengen macht das nichts. Das Gleiche gilt für NO2, weil das macht nichts weiter als eine Säurebelastung des Bronchialsystems. Aber das ist ganz gering. Das kann der Organismus ab. Damit widerspricht der Lungenexperte Dieter Köhler komplett der Argumentation von Umweltverbänden wie Greenpeace, die immer wieder medienwirksam für die Einhaltung der Grenzwerte demonstrieren, und eben auch der Deutschen Umwelthilfe, die heute vor Gericht einen großen Sieg einfuhr. Köhler zur DUH. Das ist sicher auch ein Lobbyismus in eigener Sache. Man ist dann in diesem ideologischen Suppe und vertritt das und kämpft dafür. Ordentliche Argumente sind dann gar nicht mehr austauschbar. Das ist nicht mehr möglich. Schwere Vorwürfe gegen den Verband. Er selbst unterstützt mit seinen Angriffen indirekt die Autoindustrie. Eine Nähe zu ihr weist er aber von sich. Autoindustrie habe ich nun gar nichts zu tun. Man wird da nichts finden, weil das auch nicht mein Ding ist. Köhler ist mittlerweile im Ruhestand und laut eigener Aussage völlig unabhängig. Er sieht die Diskussion um die Grenzwerte kritisch und fordert: Ich würde die Grenzwerte einfach hochsetzen, dann ist die Diskussion weg. Und sich darum kümmern, dass die Staus vergehen. Diese Grenzwertdiskussion führt zu einer Menge von Problemen, die künstlich sind. Höhere Grenzwerte, das wird sicherlich nicht passieren, das weiß Köhler auch selbst. Nach dem Leipziger Urteil ist vielmehr die drängende Frage, wie und wann kommen Fahrverbote in Stuttgart? Raum für eine Diskussion um die dafür zugrunde liegenden Studien gibt es spätestens nach dem Urteil kaum mehr. Herzlich willkommen zurück. Im Sport spricht man ja oft von der Crunch Time. Damit ist die Phase eines Spiels gemeint, in der die Entscheidung fällt, in der es spannend wird, also so richtig knistert. In der Basketball-Bundesliga und damit auch für die MAP-Riesen Ludwigsburg beginnt momentan auch diese Crunch Time. Die Teams wollen sich natürlich eine gute Ausgangsposition für die Playoffs sichern. Und wenn dann noch ein Derby wie morgen gegen Ulm auf dem Spielplan steht, dann knistert es natürlich ganz besonders. Gefühlt haben die MAP-Riesen Ludwigsburg in dieser Saison jeden zweiten Tag ein Spiel. Bundesliga, Europapokal, BBL-Pokal. Der Terminkalender der Basketballer ist rappelvoll. Über 40 Pflichtspiele hat das Team von Trainer John Patrick bisher schon gespielt. Da kam die aktuelle Länderspiel- und Pokalpause genau richtig, um die Akkus wieder aufzuladen. Auf jeden Fall, also die Pause hat auf jeden Fall gut getan. Wir hatten ja, wie gesagt, viele angeschlagene Spieler, die jetzt auch die Zeit genutzt haben, um wieder zurück, gesund aus der Pause zurückzukommen. Und natürlich war es auch schön, mal wieder ein paar Minuten, ein paar schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. In der Liga stehen die Riesen auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Nur Bayern München und Alba Berlin stehen noch vor Ludwigsburg. Mit dem Derby gegen den schwäbischen Rivalen Ulm steht am Mittwoch gleich wieder ein wichtiges und intensives Spiel auf dem Spielplan. David McRae hat schon rund 20 Mal in seiner Karriere gegen Ulm gespielt und weiß, was das Team und die Fans erwartet. Die Teams wissen, wie wichtig das Spiel für die Fans ist und auch für uns natürlich selbst. Und die Spiele gegen Ulm sind immer etwas Besonderes. Die Stimmung bei den Derbys ist immer etwas Besonderes. Natürlich tut es auch noch dazu, dass wir letztes Jahr in den Playoffs knapp gegen die verloren haben. Nach einem schwachen Saisonstart brauchen die Ulmer jeden Sieg für das erneute Erreichen der Playoffs. Doch die Riesen wollen vor allem zu Hause keine Geschenke verteilen. Auch wenn mit Nationalspieler Per Günther, ein guter Freund von David McRae, für Ulm aufläuft. Ich freue mich immer, gegen Per zu spielen. Ich freue mich immer, ihn zu sehen. Wie gesagt, wir stehen uns ganz gut. Aber es ist immer eine harte Nummer, gegen ihn zu spielen. Ja? Er spielt immer eine sehr, sehr gute Saison, wie immer. Und es ist immer eine Herausforderung, gegen ihn zu spielen. Aber wir freuen uns drauf. Bisher läuft bei den Riesen also fast alles nach Plan. Doch die Saison ist noch lang und fängt mit den Playoffs eigentlich erst richtig an. Aber die MAP-Riesen können den bisherigen Saisonverlauf ganz gut einordnen. Wir probieren uns gar nicht damit zu beschäftigen, so viel, was wir bisher erreicht haben. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir probieren weiter, unseren Spielstil zu spielen, die Spiele zu gewinnen. Und dann schauen wir, wo wir am Ende der Saison stehen, in welcher Platzierung wir in die Playoffs gehen. Und dann
geht's richtig los. Und richtig los geht es dann auch am Mittwoch um 19 Uhr. Dann ist in der MAP Arena Tip-Off zu einem sicherlich wieder einmal emotionalen und heißen Basketball-Derby. Stimmen zum Derby sehen Sie dann übrigens am Donnerstag in einer neuen Ausgabe unseres Sportmagazins Startblock 07. Im Startblock sitzt auch der Frühling, mit dem geht's eigentlich meteorologisch am Donnerstag los. Im Moment aber muss er wohl eher aufpassen, dass er sich nicht erkältet. Mehr zum Wetter jetzt von unseren Wetterkollegen. Ich sag schon mal Tschüss. Morgen ab Punkt 18 Uhr sind wir mit der nächsten aktuellen Ausgabe für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Es ist und bleibt bitterkalt bei uns in Deutschland, aber der Höhepunkt dieser Kältewelle, der ist so langsam überschritten. Schauen wir auf das Wetter am Mittwoch. Sehr viel Sonnenschein, anfangs vielleicht hier und da etwas Hochnebel, aber später, da könnte es dann auch von Südwesten wolkiger werden. Da ist ein Tief, was sich langsam ankündigt. Dazu später mehr. Schauen wir nochmal auf die Temperaturen. Ja, es wird milder, minus 1 Grad. Das ist der Topwert im Breisgau. Markgräfler Land, ansonsten noch kühler. Auch bei uns in Stuttgart die Werte um minus 5 Grad, vielleicht am unteren Neckar minus 3 Grad. In den Hochlagen weiterhin minus 8 Grad, beispielsweise in Freudenstadt. Der Donnerstag, da geht es dann langsam los, dass uns eventuell erste Regen- und Schneefälle ein und die fallen auf gefrorenen Boden und dann wird es spiegelglatt.